Okay, hier habe ich noch ein paar offene Projekte, die ich demnächst irgendwann mal in Angriff nehmen will. Das ist ziemlich viel Fantasy-Kram diesmal, angefangen vom Weißen Zwerg über einen Hexenjäger des Imperiums. Beides sind Citadel Finecast, damit habe ich noch überhaupt keine Erfahrung. Das heißt, da werde ich mir mal irgendwie die Zeit nehmen müssen. Dann hier ein paar ältere Modelle Nachtgoblin-Schamanen. Da habe ich eigentlich genug von. Von daher werde ich die erstmal später in Angriff nehmen. Dann hier ein Engineer of the Empire. Sehr wichtig. Den werde ich wahrscheinlich eher früher anmalen als die hier. Dann hier ein Goblin Chef-Oberboss auf einem Wolf. Der Wolf ist aus Plastik und der Kopf, das ist ein Boss-Wolf sozusagen, der hat nochmal einen eigenen Zinnkopf. Den werde ich wahrscheinlich, denke ich mal, als erstes anmalen. Dann hier aus Plastik, auch ein General des Imperiums. Kann man auch immer gebrauchen. Und hier nochmal ein Technikus. Auch aus Plastik. Sieht auch ganz gut aus. Und dann eine Sache 40k. Das ist ein Ork Big Mac. Ja, kann ich. Habe ich eigentlich auch schon genug. Den auch eher später. Also ich denke, ich werde als erstes hier diesen Goblin Chef Oberboss auf Wolf anmalen. Weil mich hat auch irgendjemand gefragt, wie man am besten Fell anmalt. Das kann ich hier an dem Wolf eigentlich ganz gut zeigen. Okay, erster Schritt, ganz klar, einfach mal aufpacken. Das werfe ich meistens weg. Hier dieses Ding kann man manchmal zum Basteln aufheben. Habe ich aber genug, also kommt es auch erstmal weg. Noch ein Projekt, das ist ein Verlust, den werde ich irgendwann mal als Missionsziel, als Fantasy-Missionsziel, bemalen. Okay, Cutter, dabei kann man eigentlich auch hier so abmachen. Hier den Wolfsschwanz nehme ich, den Kopf lasse ich immer da drin. Den kann ich für irgendeinen Umbau nehmen. Das da auch nicht wegschmeißen, da kann man Holz draus schnitzen. Und das ist der Wolfskopf und das ist der Chef-Oberboss. Da alle Teile einfach mal abmachen, danach noch die Krater entfernen und dann würde ich den Wolf noch zusammenbauen und dann grundieren. Der Wolf ist zusammengebaut. Mit dem Spezialkopf sieht er wirklich besser aus als der einfache. Der hat hier einen Helm auf und ein Kettenhemd. Sieht man nicht so, ja doch. Und mal gucken, wie er nachher bemalt aussieht. Und der Chef Urboss, der hat einen Menschenkopf in der Hand. Und ansonsten sieht er jetzt aber nicht so super gefährlich aus. Den lasse ich jetzt erstmal vom Wolf ab. Das heißt, Wolf und Goblin bemale ich getrennt. Ich habe jetzt keine Lust mehr, runter in den Hobbyraum zu gehen und den mit Chaos Black oder Skull White Spray zu grundieren.
Deshalb werde ich den jetzt einfach hier mit Chaos Black und so einem Dry Brush einfach mal ein bisschen anmalen. Also gerade wenn es draußen kalt ist, weil das Sprayen sollte man eh nicht drin machen, dann, wenn es draußen zu kalt ist, dann wird das Spray nichts. Die Grundierung mit dem Spray wirft dann Blasen oder wie auch immer. Sieht nichts aus. Und dann male ich das eigentlich hier drin gerne mit dem Pinsel. Wenn es Einzelmodelle sind, dann ist das eh nicht so viel Arbeit. Wenn es viele sind, mache ich es eigentlich mit Spray. Okay, das mache ich jetzt für den Warboss und gleich für den Wolf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, beide habe ich grundiert. Den Goblin-Reiter, weil er ja kein Base hat, habe ich jetzt mal hier auf so einen Styrodur-Block gestellt. Und den kann man jetzt schön bemalen. Nur die Füße, die muss man am Ende dann nochmal komplett selbstständig bemalen. Oder eigenständig bemalen. Ja, der Wolf. Sieht auch gut aus. Das muss jetzt alles gut trocknen lassen. Und danach kann ich weiter malen. So, beide Modelle sind jetzt komplett getrocknet. Und beim Wolf stellt sich jetzt die Frage, was für ein Fell sollen wir überhaupt machen? Wir können jetzt hier ein graues Fell machen, ein weißes Fell, braunes, rotes, was auch immer. Ich glaube, ich mache es mir heute mal einfach und nehme graues Fell. Fangen mit einem ziemlich dunklen Grau an. Das ist Mechanicus Standard Grey. Das ist jetzt neue Citadel Base Farbe. Versuchen wir einfach mal. Nehmen ganz wenig raus. Ja, mittelmäßig viel. Und streichen dann ganz viel auf dem Küchenpapier ab. Und dann gehen wir mit einem Trockenbürstpinsel leicht über die Stellen drüber, über das Fell. Da sieht man jetzt schon, das Grau bleibt an den erhabenen Stellen haften. Und die tiefen Stellen, die bleiben schwarz. So, den Druck. Den Pinseldruck kann man dann auch ein bisschen erhöhen. Da bleibt ein bisschen mehr Farbe haften. Okay, also mit dem Mechanicus Grey bin ich jetzt fertig. Kann man auch schon ganz gut sehen. Und man kann es auch ruhig, hier hat er ja so Rüstungsteile an, kann man auch ruhig drüber brushen, das ist überhaupt kein Problem, weil die Rüstungsteile, die mal später nochmal richtig an. Das ist jetzt alles nur Grobarbeit. Okay, als nächstes nehme ich mal Fortress Grey. Das ist schon um einiges heller. Gut schütteln. Farbe rausnehmen. Abstreifen. Fortress Grey ist jetzt noch eine ältere GW-Farbe. Da muss ich mal nachschauen, welche Farbe das im neuen Sortiment entspricht. So, und hier jetzt auch über das Fell drüber, aber jetzt schon leichter. Nicht mehr ganz so viel Druck aufbauen, weil das soll jetzt nicht überall hin, sondern nur an manche Stellen. Bei den Vorderläufen und Hinterläufen, da gebe ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr Druck auf den Pinsel. Weil die können ruhig ein bisschen heller werden. Das hat man ja öfters bei Pferden, bei allen möglichen Tieren, dass die Vorderfüße oder die Unterseite von dem Tier eine andere Fellfarbe hat oder eine hellere Fellfarbe als die Oberseite. So mache ich das auch mal.
So, als nächstes gehe ich nochmal mit einer richtigen neuen Tri-Brush-Farbe drüber, das ist Longbeard Grey. Das ist jetzt neues Sortiment. So, dann nehme ich ein bisschen raus. Das ist schon relativ cremig. Das heißt, davon muss ich nicht ganz so viel abstreifen. Und vor allem das Tolle ist, wenn die umfallen, dann läuft nichts raus. Die sind echt cool, die Farben. So. Noch weniger Druck. Weil die Farbe ist relativ hell. Wenn man jetzt da zu viel Druck drauf gibt, dann wird alles weiß. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier nur manche Fellpartien heller erscheinen lassen. Ist ja auch oft so, dass die gecheckt sind, die Tiere. Und das erzielen wir mit dem Effekt dann auch. So, das ist ein einfacher schwarz-grauer Wolf. Da steckt jetzt echt nicht viel Arbeit drin, aber ich finde, der Felleffekt ist schon okay. Ist auf jeden Fall spielbar und ziemlich einfach zu erreichen. So, und jetzt als nächstes mache ich mal den Helm an. Ja, normalerweise bürste ich gern Metall trocken, aber in dem Fall können wir hier nicht so viel bürsten. Dann übermalen wir das Fell mit und darum gehe ich jetzt auf einen Small Detail Brush und werde einfach Chainmail mal aufmalen. Hier muss man jetzt schon vorsichtiger sein, weil wenn wir das Fell silbern anmalen, müssen wir es später wieder korrigieren. Das ist meistens mehr Arbeit. Als nächstes werde ich beim Detail Brush und Bleach Bone die Zähne und die Krallen bemalen. Gut schütteln. Und wirklich nur, ja, das ist schon fast zu viel. Das nehmen wir jetzt mal für die Krallen. Also muss man jetzt wirklich eine ruhige Hand bewahren und hier über diese ganz kleinen Zähne einfach nur so leicht drüber streichen. So. Hier oben ist noch ein Totenkopf. Den malen wir auch Bleachbone an. Der wird nochmal gewascht. Dann sieht er auch besser aus. Okay, jetzt hier unten haben wir noch einen Zahn. Den mache ich jetzt auch gleich noch an. Gutes Lederband mache ich mal mit Mournfang Brown. Als nächstes noch die alle Metallteile, die nicht silbern sollen, werden sollen, mit Shining Gold. Das soll wahrscheinlich verdeutlichen, dass es ein Bosswolf ist. Bei dem Gold kann man immer mehrmals drüber gehen, damit es auch richtig gut deckt.
Okay. Ich glaube, ich habe erstmal alles. So, jetzt machen wir als nächstes noch die Augen. So, die Augen machen wir mit Blood Red. Da brauchen wir jetzt wirklich nur ganz wenig von.